Der kommt nicht. Was? Wie geht das? Eis. Ich bin Arlette Wiesner, 25, und trage schon seit ich denken Trachten. Jetzt, vor dem eidgenössischen Trachtenfest, habe ich mich auf die Spurensuche vom Trachtenwesen gemacht. Hallo zusammen, heute bin ich unterwegs zum Andrea Schmid, ein junger Trachtentänzer von hier aus dem Zürcher Oberland. Und er bringt mich im Trachtentanz ein bisschen näher, weil meine Erfahrungen mit dem Tanzen sind eher ein bisschen limitiert oder halt anderer Natur. So ein bisschen. Darum hoffe ich, dass ich das heute herbringe und es nicht allzu gestabig aussieht. Aber ich denke, ich bin in guten Händen und freue mich drauf. Hoi Andrea. Hey, hoi Alit. Merci viel, dass du dir Zeit nimmst. Ja, schön, bist du da. Ich bin mega gespannt. Und es ist ein mega Privileg, dass ich Einzelunterricht habe. Ich denke, das ist nicht die Regel, oder schon? Nein, das ist wirklich nicht die Regel. Wir haben, also im Verein natürlich passiert sehr viel. Und teilweise habe ich auch schon Tanzkurse gegeben, aber dann meistens eine Gruppe von Leuten, die dann mit mehreren zu tanzen kommen. Ich finde das auch noch gut, wenn man Tanzen so lernt, dass man mal mit dem einen und dann mit jemandem anders wieder kann. Nicht, dass wir jetzt zu fest aufeinander eingespielt sind am Schluss vom heutigen Abend. Da kann man nur dann noch mit, dass ja. Ich nur noch mit dir tanzen kann, du nur noch mit mir. Also der alpenländische Volkstanz ist natürlich, wie auch überhaupt der gesamte westeuropäische Volkstanz, durch den Paartanz definiert. Das ist etwas, was uns sehr tut, unterscheiden, wenn man dann auf Osteuropa kommt, wenn man auf den Balkan kommt, wo man vielmal in Frauen- und im Männerkreis tanzt. Wir fangen doch mit einem Walzer an. Das ist das, was man am wenigsten kennt. Und zwar also ein Dreivierteltakt. Und wir tanzen jetzt einfach mal aufs Eis. Ja. Komm, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 und wir machen nur das 1. Okay. 1, 1, 1, 1. Wir tun doch mal zusammen. Absolutes Naturtalent. Das ist eine gewöhnliche Tanzfassung. Wir machen immer noch nur das hier und her. Gut. Also 1, 1, 1, 1. Und da trillt es eigentlich schon. Das ist jetzt, du hast Angst gehabt, dass ich ein bisschen viel Energie brauche. Das ist jetzt so die energiesparende Variante. Ja, die gefällt mir. Jetzt haben wir ja noch einen Nachschlag. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Den Nachschlag drin und so einfach mit normal laufen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ja. Tust du wirklich immer abwechseln? Nur auf der Zehenspitze, hä? Ja, es ist ein bisschen energiesparender. Ja, top. Und wenn das Eis ein bisschen länger ist, dann drillt man eigentlich vor allem dort. Eis, Eis. Eis, Eis. Ich glaube, was auch noch gut ist, wenn man nicht allzu grosse Schritte nimmt. Oh, ja. Es gibt auch kleinere Fälle. Weniger. Such mal in die andere Richtung. Oh, ich meine. Da wird es einem nicht so trübelig. Der kommt nicht. Das? Wie geht Komm das? Aufs Eis. Eis, 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 Eis. Das ist so die Basis, oder? Das ist das, wo man morgen um 4 Uhr dann drauf zurückgeht. Gut. Ja, so leidlich kann ich tanzen, aber es gibt einen Haufen Musiker, die eigentlich viel, viel lieber Musik machen als tanzen. Und ich bin einer von denen. Mir ist wirklich wohl hinter dem Instrument. Und da gehöre ich auch an. Ich bin nicht der Tänzer, aber ein guter Zuschauer. Und ich habe Freude, wenn die anderen Freude haben am Tanzen und ich sie noch zur Höchstleistung antreiben kann mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Offensichtlich sind die Männer in der Schweiz nicht so wahnsinnig tänzig. Ich habe schon eine ganze Reihe spektakuläre Ausreden gehört, wieso das so sei. Es liegt sicher auch an einer gewissen Bequemlichkeit. Aber nein, man kann einfach kommen, vor allem am Trachtenfest und auf Bühne, und man findet sofort etwas. Trachtenleute sind enorm gesellige, kommunikative Leute. Und da hat niemand das Problem, jemanden zu finden, wo man mit ihm tanzen kann. Wie bist denn du zum Tanzen gekommen? Also bei mir ist schon eine familiäre Angelegenheit, dadurch, dass eben meine Eltern viel getanzt haben. Und wenn noch immer Musik war, dann ist man einfach tanzen in einer gewissen Selbstverständlichkeit. Und dann habe ich das natürlich auch viel gemacht und bin dann dabei geblieben. Und dann hast du ja viel Tracht an, wenn du Tracht viel ist übertrieben. Also, okay. Ich würde sagen, ich habe in den wenigsten Fällen, wo ich tanze, Tracht an. Aber es ist Tracht ist eher etwas, das dann zum Beispiel im Verein für offizielle Auftritte oder so
getragen wird oder halt an gewissen Festen, aber wirklich explizit Trachtenfesten. Für mich, wir schwätzen eigentlich auch recht selten von Trachtentanz. Also das gehört für mich gar nicht so unbedingt zusammen, dass man jetzt Tracht anhaben muss, wenn man diese Art von Tanzen pflegt. Also ich persönlich gebe mir Mühe, das Wort Volkstanz zu brauchen, im Gegensatz eben zum Trachtentanz. Weil Volkstanz heisst eigentlich, das ist der Tanz, den das Volk macht. Das war auch ursprünglich, wo man heute noch im Engadin, in Chaland am Mars, auch noch sieht, wo die Jungen also einfach standardisierte Volkstänze, die der ganze Kanton kann tanzen. Der Fachausdruck ist eigentlich Volkstanz. Ich habe den Ausdruck Trachtentanz nicht so gern, weil er ein bisschen einen ausschliessenden Charakter hat. Man meint dann vielleicht, man könne nur in der Tracht Volkstanz machen. Und das ist natürlich völlig falsch. Volkstanz ist etwas, das einfach noch ein bisschen dekorativer gestaltet wird, wenn man es in der Tracht macht. Aber eigentlich zu Volksmusik tanzen, dafür braucht man keine Tracht. Wollen wir noch etwas anderes ausprobieren? Bist du schon ein bisschen zum Schnaufen gekommen? Geht's bis jetzt? Es geht noch. Also dann machen wir einen Polka. Das ist ein bisschen kontraintuitiv, weil es eigentlich eine langsame Taktart ist, aber es wird ein bisschen mehr gesprungen. Also es ist ein bisschen die sportlichere Angelegenheit. Man kann aber auch gut dosieren. Also wenn jetzt das Energielevel nicht mehr allzu hoch ist, dann kann man auch ein bisschen weniger Höhe gümpeln. Okay. Gut? Mhm. Polka, hüpf, Polka, hüpf, Polka, hüpf, Polka. Genau. Das kann man jetzt natürlich sehr sportlich machen. Und das wird kombiniert mit vier Hüpfschritten. Los, Polka, hüpf, Polka, hüpf. Jetzt haben wir den Hüpfschritt. Drei, vier. Polka, hüpf, Polka, hüpf. Und viermal hüpfen. Dann haben wir mal in der geschlossgewöhnlichen Tanzfassung. Und jetzt ist es normalerweise so, dass man mit den vier Hüpfschritten einmal drückt. Polka hin, Polka her und eins, zwei, drei, vier. Statt so miteinander hin und her, kommen wir auseinander. Mhm. Also Polka hin, her, dann vier Hüpfen. Eins, zwei, drei, und jetzt auseinander. Ein, Polka hin, Polka her. Mhm. Dich drinnen. Oh, falsch. Rechts. Links. Ich fühle mich, als würde ich fliegen. Schon bitte. Ja. Oh Gott. Das ist cool, es macht mega Spass. Ja, das funktioniert auch gut. Aber ich komme schon ein bisschen schnaufen. Es gibt ja zwar noch anstrengendere Tänze, wie zum Beispiel das Bödeln. Und zwar findet alle Jahr ein Preisbödeln statt. Und dort wird der beste oder der wildeste Bödeler auserkoren. Und dieses Jahr war das in Toggenburg. Beim Preisbödeln geht man den Taktschlag zu der Musik. Und zwar geht jeder Wettkämpfer, der hier mitmacht, zu einem Ländler einmal ein Style tanzen und zweimal bödeln. Und dann auch zu einem Schottisch einmal tanzen und zweimal bödeln. Es ist ein freundschaftlicher Wettstreit. Und auch die Entscheidung, das sind Richterentscheidungen von der Jury, das ist relativ dann. Und das sollte man dann einfach auch akzeptieren. Aber primär geht es natürlich um ein gemütliches, bodenständiges Fest. Die Regeln sind sicher das Wichtigste, leinwandfreien Rhythmus bödeln, eine schöne Haltung. Und was auch noch wichtig ist, dass man etwa einen Umdreh macht, um, zum Beispiel wenn man den Mann bödelt, dass man etwa einen Umdreh macht um die Partnerin, um die Tanzpartnerin. Besonderen Wert legen wir auch aufs Trachtentragen. Das Schwierigste ist, weil es nicht eine elektronische Wertung ist, die wirklich sehr genau arbeitet, sondern wirklich individuell, ein bisschen Gefühlssache. Und was auch schwierig ist,
Es geht alles sehr schnell. Man zum alles bewerten, analysieren, benoten, vielleicht noch Notizen machen. Fast ein bisschen zu wenig Zeit. Es geht so schnell. Kommt schon wieder der nächste. Realistisch soll es sein, nicht streng. Es ist einfach korrekt. Versuchen, korrekt zu bewerten. Es ist im Toggenburg und im Appenzellerland immer schon ein bisschen gebödelt worden, früher noch, auch in der Innerschweiz. Ja, natürlich ist es auch mehr Appetanz für die Frau, denke ich. Aber im Allgemeinen ist es natürlich auch ein Ausdruck von Freude, einfach zu der Musik und Lebensfreude, die man hat, denke ich, oder? Der Osi Zuflur. Ja, super, einfach einmalig. Es ist einfach immer etwas Schönes, so das vorderste Dörfer zu sein. Und obwohl es so Spitzen ist, es so breit und das ist wirklich überwältigend, ja. Es ist wirklich ganz, ganz schön, ja. Bei denen geht gerade etwas. Tust du auch bödeln? Ich habe es schon probiert, aber mir fehlt da im Fall noch ein bisschen die Übung wahrscheinlich. Okay, ja gut. Dann konzentrieren wir uns mal auf das, was ich da muss können. Da nützt die Üben im Fall auch. Sei es zuhause mit dem Bassenstil oder mit wem du gerade findest. Ja gut, in dem Fall. Weiss ich, was zu ist, gehe ich heim üben. Und noch meine Tracht schneidern. Das muss ich auch noch, sonst muss ich dann einige mieten, wenn ich es nicht fertig bringe. Aber man kann ja auch Trachten mieten hier in der Schweiz, aber es gibt nicht ganz für jeden eine. Und das ändert dann beim nächsten Mal. Und bis dort schwingen wir noch ein bisschen Tanzbein, genau so, wie es mir gefällt. Hast du noch Fragen oder Anregungen zum Thema Trachten? Dann schreib es hier unten in die Kommentare. Noch mehr Inhalt zum Thema Trachten und Trachtenfest findest du hier oben. Und alle Folgen von «Wie es mir gefällt» und von SRF Volksmusik kannst du hier auf SRF Play nachschauen.